So, hallo, willkommen zurück. Und zwar, ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit den letzten Aufnahmen. Ich habe ein bisschen Zeug gesammelt und so weiter und so fort, weil ich euch zeigen wollte, wie ja, man Bücher liest und so, auch wenn es viele vielleicht schon wissen, aber trotzdem wollte ich es halt machen. Hab Bücher gesammelt. Hab Tierhäute und so weiter gesammelt, Nahrung. Und dann wollte ich euch Kochen zeigen und so weiter. Und ich habe ja das auf Pilger gespielt. Und das ist halt nicht so optimal, denn ich brauche zum Beispiel, ich will eine Bärenfell, ja, Mantel bauen. Und in diesem Modus laufen ja alle Tiere von dir weg. Und deswegen würde ich mich jetzt dazu entscheiden, es auf Reisender zu starten und einfach mal schauen, ob wir da mehr Glück haben. Fangen wir an. Und mit der Küstenstraße, ich weiß nicht so ganz, mir gefällt es jetzt da nicht so. Ich würde sagen, ich weiß auch nicht, sollen wir hier anfangen und dann von Dings zu Dings weiterlaufen? Das wäre ja auch eine Option. Ich denke, also ich. Trostloses Marschland. Weil ich will jetzt auch nicht hier starten oder da starten und dann von da nach da nach da nach da nach da, dann weiß ich ja nie so genau, wo ich bin. Wenn ich jetzt hier starte, könnte ich auf jeden Fall hier alles abluten und dann von Ding zu Ding weiterlaufen. Ich denke, wir starten hier und schauen, was draus wird. Jo. Fangen wir an. Let's go. Wir sind männlich. Und starten das. Ich nenne das jetzt einfach mal Tape 2. Probieren wir es aus. Mehr wie scheitern können wir nicht. Ich hoffe, wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Glück. Und werden jetzt nicht allzu oft mit Wölfen oder sowas belästigt. Machen wir das einfach so. Jetzt hier in der ersten Folge der zweiten Staffel, sage ich mal. Oh, es ist dunkel. Naja, nicht so dunkel. Fangen wir direkt an. Hier hinten sind, glaube ich. Nee, was ist das? Also nichts zum Einsammeln. Höhle. Eine Höhle, in die wir reingehen können. Oh, ich glaube, das wäre jetzt unklug. Wer weiß, was in dieser Höhle auf uns lauert. Und wir haben ja nichts. Ja, nichts, aber nicht viel. Ja, wir müssen auf jeden Fall anfangen zu looten. Okay, ich habe gedacht, vielleicht liegt hier irgendwie noch ein erfrorener Mensch, Bergsteiger, irgendwie sowas, der schon mal irgendwas Gutes für uns hat. Wie viel? Ich wüsste jetzt gerne mal, wie viel Uhr es ist. Sieht man das jetzt hier irgendwo? Tag 1. Ah, es geht gerade die Sonne auf. Praktisch. Dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber. So.
So, ich weiß jetzt nicht genau. Ich würde mal ein paar Steine mitnehmen. Denn das dient ja auch als Waffe irgendwo. Und dann können wir auf jeden Fall mal gucken, falls wir angegriffen werden, dass wir zumindest mal uns irgendwo verteidigen können. Da ist schon mal eine Hütte. Sieht zwar nicht sehr. Steinhaufen. Verlorener Steinhaufen. Seine Geschichte muss erst noch geschrieben werden. Nummer 139 von 165. Vielen Dank für die Unterstützung. Unterstützer. Nummer 7177 für diesen Beitrag. So, jo. Erstmal warm werden. Was das Lesen betrifft. Jo, ich würde sagen, das wohl Schlauste wäre hier hinten als allererstes mal. Oh, ich muss auch bedenken, das Eis. Es könnte ja brechen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier sieht es jetzt nicht so dicke aus. Gehen wir mal besser außen rum. Trotzdem hebst du jetzt den Stein auf. Da haben wir doch was. Ein Spind. Chips. Super. Hilft mir jetzt nicht so viel weiter, aber jo. Okay, eine Verarbeitungsstation. Eine Verarbeitungsstation für was? Eine Feuertonne. Die Kohle nehme ich mit. Und hier unser erstes Haus. Oh, jetzt schon Unterkühlung. Lull. So, hoffentlich finden wir hier irgendwas. Irgendwas Gutes. Alter Schlafsack. Ein Buch. Aber kein Buch, in dem ich was lernen kann. Ah, ich muss gerade noch was umstellen. Falls ich es nicht schon getan habe. Ducken. Auf Q, ich weiß auch nicht warum. Das speichert sich nie. Immer wenn ich das Spiel neu starte, ist es wieder auf dem alten Stand. Wow, super. Zeitung, Zeitung, Zeitung. Ahornsirup, was ist das? Ah, hier muss man schon gut gucken. Nichts. So, war das wirklich alles oder ist hier jetzt noch irgendwas? Hier ist nichts mehr. Ich bin ziemlich unterkühlt. Wir müssen unbedingt was finden. Hunger, Durst haben wir nicht so viel. Lampenöl. Gehen wir mal schnell in die Fabrik rein und gucken, ob wir da irgendwas Brauchbares finden. Weil sonst sterben wir hier. Jetzt müssen wir nur einen Eingang finden. Da ist doch schon einer. Okay, so wie das aussieht, haben die hier Wale gefangen oder sowas. So. Ein bisschen Holz, wofür wir keine Energie verschwenden müssen. Okay.
Okay, ich sehe schon, wir müssen hier auf jeden Fall gut alles durchsuchen, wenn die hier jetzt schon alles so verstecken. Okay, bevor ich da weitergehe, schaue ich mal hier in der Ecke hinten noch. Ich sehe leider nicht so viel. Wahrscheinlich seht ihr noch viel weniger. Oh je. Okay, bei 30. Falls Leute nicht wissen, wie man das hier knackt. Ich fange bei der 0 an und ich drücke meistens einfach weiter, bis ich bei 30 bin. Also nicht unbedingt bei 30, wann das erste Mal hier das freigeht. Danach geht man zurück, bis halt das nächste Schloss frei ist. Und dann geht man noch mal zurück. Man muss halt aufpassen, wenn man drüber ist, dann ist es halt, muss man von neu anfangen. Komm schon. So, haben wir offen. Beim ersten Mal. Wow, viel war das jetzt nicht, aber immerhin eine Militärnahrung. Und habe ich vielleicht Streichhölzer? Ah, ich benutze einfach die Fackel. Ist mir jetzt wichtiger, als wenn ich jetzt hier irgendwas Wichtiges oder sehr Sinnvolles aus Versehen übersehe. Streichhölzer. Sehr gut. Kann ich hier schon was craften? Ja, das kostet mich jetzt aber zu viel Zeit. Ah, hier ist der Hammer. Sehr hilfreich schon mal. Und die Säge. Das sind schon mal sehr gute Sachen, wo man einfach den ganzen über den ganzen Zeitraum gebrauchen kann. So, was ist das? Da unten ist noch was. Da warte ich mal lieber nicht mit, die ziehe ich direkt an. Upsala. Anziehen. Und ein Pulli haben wir noch. Den ziehen wir auch direkt an. Ein Bett, wo wir gleich übernachten könnten. Eine leere Dose. Muss mal was trinken kurz. Ja,
Ich habe einen total trockenen Hals gehabt. Oh, wir haben ein Buch. Ein Buch? Hoppala. Nein. Ein Buch, eine Dose und ein. Einmal. Ach so. Fisch in der Dose. Da macht sich direkt das Brecheisen. Bezahlt. Oh. Also wirklich, ich muss wirklich sagen, so als ich woanders gestartet habe, habe ich nicht so gute Sachen direkt am Anfang gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Waffe. Komm schon, gib mir eine Waffe. Eine Waffe. Ziehen wir auch direkt an. Sonst ist dem armen Kerl hier kalt. Jo, wir bräuchten noch 3,50. Getragene Thermostiefel. Ich nehme lieber mal die Thermostiefel. So, hier hinten ist noch ein Spind. Komm schon, eine Waffe, eine Waffe, eine Waffe. Leider nein. Lagerhalle verlassen. Alter, hier ist ja gar nichts. Wow. Danke dafür. Wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht hier irgendwo runterfallen. Oh doch. Hier in der Ecke liegt jetzt nichts, aber ich vermute mal, dass da hinten, ja, da ist noch was. Ein. Hope I can still eat this. Oh mein Gott, dass die einfach nichts wie eine Waffe oder so dabei haben. So, ich denke mal, die Lagerhalle haben wir komplett durchsucht. Hier sollte nichts mehr sein. Und ich denke, wir verlassen sie durch die obere Tür. So. Nichts.
Mal gucken, was wir hier noch finden. Hoppala. Ah, okay, super. Oh, so gute Jacke. Ne? Fast übersehen. Ein Buch wieder. Sehr gut. Hier hinten. Okay, das war's wohl in diesem Waggon, sage ich mal. Ich denke mal, hier liegt jetzt nicht mehr sonderlich viel rum. Hallo. Leiden, ich trage zu viel. So, ich würde sagen, hier beende ich mal die Folge. Ich werde jetzt offline von der Aufnahme werde ich mich jetzt kurz aufwärmen, damit wir die nächste Folge dann entspannt starten können. Bis dann, Leute, ciao.